Go, ein Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der Farm Brothers, meine lieben Freunde, mit mir und dem lieben Ausseite TV. Moinsen. Und dem lieben Fabi. Hallöchen. So. Also, real, das hat der LS22 viel besser hingekriegt. Muss man ganz ehrlich lassen. Ja, danke, danke, danke. Ich hab den 22er gerade gefühlt, jetzt kommt mir ein KI entgegen und schiebst mich weg. So. Jetzt ist der Hype gleich weg. Gut, oder nicht? Ja, also der 22er... Wenn es gut ist, dann mache ich das. Ich habe einiges Osten gemacht, ich habe das ganze Feld mit Sonnenblumen runtergerupft und wir fahren das jetzt noch mal runter kurz in die Produktion und dann fahren wir schneller zurück. Moin Toffi. Moin. Auch nochmal hier, Leute, Fabis Augenbild gibt es nicht mehr. Augenbild. So, das erste Mal, wo ich jetzt Wasserfusch fahre hier. Hallo. Denn. Guck mal, der kann man kaum lesen, was auf dem Display da steht. Ah, ich war mit 800 Umdrehungen. Cool, da unten steht 800 Umdrehungen, da oben steht 1800. Aha, wieder so. Warum hat er eigentlich auch 2 km/h Anzeigen im gleichen Display drin? Frag doch das mal. Na was denn? Fabi, da hast du wieder alles gegeben. Was? Was ist jetzt schon wieder? Kommt mal bitte beide in den Russell Mesh. Wo ist er denn? Bitte. Ich kann nicht da einsteigen. Ah. Russell Mesh? Ja. Ja, und? Hallo im Text? Ja, hier. Da hat er wieder alles gegeben. Was denn? Ey, der Baum! Achso, ja, das war ich. Einmal gesagt, ach, da sind wir ähnlich in der Map, als wenn daher gleich hier alles so platzieren. Gut. Man kennt ja nicht anders von Fabi. Warum? Hä? Ey, das war die auch zu verpackt, alle Kupplung da. Na? Mein scheiß Dingsgerät gibt die ganze Zeit Funktion. Was? Digga. Ist es bei dir auch so auseinandergezogen gerade? Nein. Nein? Nein. Die ganze Zeit mein scheiß GPS gibt den Ton von sich los. So ein Müll hier! Was denn? Bleib mal stehen, schick dein Bild in die Gruppe. Bleib mal stehen, bleib mal stehen, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Wäre zu spät. Fahr mal ein bisschen vor. Ja, bleib. Na, ein bisschen. Ne, jetzt geht's wieder. Ah, schade. Alter, nervt das, Junge! Welcher ist da? So. So. Oh, Ist der Massenfisch abgekühlt? Ja, korrekt. Was will denn der überhaupt drauf haben? Das ist die andere Frage. So. Hallo? Hallo? So. Hallo? So, was wird jetzt drauf haben? Abkippen. Was ist denn das jetzt? Erste Z. Die Produktion voll oder warum kann ich nicht mal abkippen? Muss gucken. Warte. Nee, ist nicht. Warum kann ich nicht abkippen? Da heißt die Stärke dran? Ja. Mach ich mal wieder ab. Hast du auch den richtigen Anhänger ausgewählt? Ja, er kippt das so ein bisschen an und dann bricht er wieder ab. Okay. Ich glaube, den Bug hatte ich auch mal. So, 15 Meter, das passt so. Betonung alles anders ist gut. Hallo. Da kann doch das Spiel nichts dafür. Nee. Nein.
Bro, was ist das für ein Dreck hier? Aber ganz spielen nicht, weil. Also. Wie kann er für nichts? Nein, das ist GPS, Digga! Ja, Spiel kann nichts dafür. Das ist prima. Kann es ja auch nicht für GPS, Digga. Ja, und ich kann immer noch abkippen. Ach, komm raus! Dein Massenfusch ist gerade damit überfordert, den leeren Kipper da anzuheben. Oder einen fast leeren Kipper. Ja, komm doch raus! Ah, ne, geht jetzt. Was? Ja, du musst noch ein bisschen abkühlen, das ist übel. Ist aber zu heiß. Ja, genau, das liegt am Müll. Ja! Also, ich raste hier gleich aus. Ah, hier drin hört sich weniger schlimmer. Bisschen. Ah! Was? Oh oh. Ja. Was ist das für ein Sack hier? Mein Vater einfach auch ein GPS, oder kannst du es nicht? Nee, geht nicht. Ich wirklich nicht. Sergio. Was ist denn echt? Kannst du da auch nicht Auto fahren? Ja. Was? Bist du ein Idiot? Also hier ist. Der ist kaputt, Digga. Ja, das ist. Anderes Spiel. Da hast du zu viel verlangt. Na, Alter, es ist doch nicht. Ach komm. Es ist nicht am Standardspiel. Du Bobo. Sicher? Kannst du mir meinen Massenfusch hierher bringen? Mein Massenfusch steht auf dem Hof. Wo stehst du? Was? Der steht auf Hof 5, Digga. Der steht auf unserem Hof! Hier steht auch noch bei mir, Digga. Hab jetzt genau gesehen, dass er auf dem Hof steht. Aha, okay. Muss man die Kipper noch einparken? So. Warte mal kurz, Leute. Ich bin eigentlich ein Kerscher. Wow, aber ehrenlos. So, So, muss mal gucken, ob wir im Cache irgendwo stehen haben. Cache macht das. Sehr gut. Ah, ne. Ah, lol. Okay. Jetzt weiß ich noch, warum ich so langsam fahre. Die Schläuche noch ab sind. Ah, ja. Diggi, haben wir einen Käse auf dem Hof? So, bin da. Entschuldigung. Ich bin leid. So. Haben wir einen Käse auf dem Hof? Muss Fabi fragen. Es ist nicht da. Das habe ich gemerkt. Leute, ich kann nichts machen. Ich gehe jetzt mit dem mit meinem Massey Ferguson runter. Ah. Häng die Saatmaschine in den Massey Ferguson und dann. Wow! Du hast hier Anhänger mitten in den Weg reingestellt. Im übrigen Sinne, im vorderen Anhänger hat es doch 5600 Liter. Hä? Ich hab die abgekippt gehabt. Nee, bei mir nicht. Leer. Bei mir sind sie leer. bei mir haben sie nur was an. Auch gut. Der ist leer. Aber. Das wäre ein Fendt hier dranhängen, ist halt anders leer ist. Okay.
Kannst du einen Schlepper gebrauchen mit fast 400 PS? Oder hat er sogar 400? Ich weiß es auch nicht. Brauch ich nicht. Kannst du dich zurücksetzen, alles gut? Brauch ich trotzdem. Scheiß Ding nicht arbeiten, Digga. Ah. Wird dir zurückgesetzt, so fertig ist. Fahrzeug zurücksetzen. So, hier. Steht am Händler, wenn du ihn gebrauchst. Ich brauche ihn trotzdem nicht. Ja, vielleicht ja schon. Das ist ja blöd. Wenn du ganz am Ende bist, findest du Reichweite vom Kerl, dann geht einfach weg. Du kannst dich nicht weiter vom Hochdruck entfernen, es wird in 2,9 Meter ausgeschaltet. Wenn du zu weit gehst, ist er aber weg. Ist gut. Interessant. Ist das denn echt auch so, dass wenn du zu weit weggehst, dass sich automatisch aufwickelt, der Schlauch und alles? Ja. Muss du ausprobieren. Denn wie ist es bei mir noch nie passiert? Weil ich hab Pech gehabt die ganze Zeit. Schade. So, hier funktioniert's, Leute. So, haben wir denn noch eine. Bei meinem Messi. Beim Massenforsch geht's sogar. Irgendwie. Ey, gut. Die Base, jeder weiß, der kommt ja nicht von einem Massenfrisch, sondern irgendwo von einem anderen gekauft hat. Ja, komm, So, was mit Massenfrisch? Du bist ein Massenfrisch. Ja, ist halt das einzige, was am Massenfrisch funktioniert, weil die ja es nicht, weil sie es ja einkaufen. Bei einer anderen Firma. Nicht selber erstellen. Hab ich denn gesagt? Ach. Na, geht trotzdem nicht. Miese Friese. Nee, geht. Oh. Wieso sind denn hier nur 6.500 Liter Ballen rausgekommen? Fabi, kannst du. Steig mal bitte in dein Fan ein und sag mal bitte, was da drin ist noch. Wie viel Liter? In den Kippern. Fan in den Kippern. 5.664. Bei mir sind die leer! Bei mir auch. Bei mir haben sie 5.664. Ja, ich hab die vorderen Kipper. Ja, die hat gerade abgekippt. Bei mir sind die leer. Perfekt. Ich würde sagen, lübt, oder? Sag mal, können wir eigentlich einen Tag vorspulen, weil ich sehe irgendwie die Ballen nicht. Das bei mir auch schon, ja. Ja, so. Ja, dann leg dich schlafen. Ja, du bist gerade am Hof. Nee, bin ich nicht. Mit Ballen am Aufladen. Du bist auf dem Tisch. Naja, alles gut, mach ich. Ach man, so schwer voll im Weg. Oh oh. Ah, Produktion. Nein! Ist eigentlich Mehl unten gewesen. Diese Frucht ja, hat. Oh, ich kann nicht mehr! Ich war wie! Jetzt kann das. Was sähst du denn gerade? Diese Frucht kann nicht in Norm. Fabi, ich bring dich um! Ah, du hast doch gesagt, weil. Ja, spiel vor, da bringst du dagegen. Ah, komm mal da. Ich hab 53 fehlgeschlagen. Walter, was machst du eigentlich? Alles schlägt fehl. Ist so. Jetzt machen wir was anderes, oder? Mann, ich hab nur 6.500 Liter Ballen übergepresst. Jetzt habe ich die doppelte Anzahl an Ballen, so ungefähr. Das ist mies, ne? Ja. Miese Prise hier. Das ist von mir. Egal, wir wollen ja auch Ballen haben. Was? Also, Ossi, das geht gar nicht, dass das immer noch nicht abgekippt ist. Alter Schnauze. Also, wofür haben wir dich eigentlich eingestellt? Ja, genau. Fabi, da sagt der Richtige! Ich stapel Ballen! Du hast in die Schule Kipper, setzt ja aber alles gerade zurück, scheißegal. Na, hallo! Ja, Ballen, alles gut. Alles schon raus. 6000! Fabi, sind hier leer. Sind Grasballen irgendwie schwerer wie Strohballen? Ja. Ja, weil da habe ich nämlich folgendes Problem: da kriege ich nicht mal die 6.500 Liter Ballen, zwei Stück genommen. Ja, musst du einen nehmen. Da macht er schon Männchen. Also, ich krieg's hin mit zwei. Ja, weil ich kann nicht mehr Kipper annehmen, was ist das denn für eine Scheiße? Ja, bei Stroh geht das, Schweizer, bei Gras nicht. Bei Stroh gehen vier. Ja, das geht, aber bei Gras kriegst du nicht mal zwei, weil dann geht der hoch. Willst du sehen? Ja, probier's aus, hier, nimm den. Ich kann's mir ruhig zeigen, wenn's bei dir geht, okay, aber bei mir geht der dann hoch. Er schaltet ihn erstmal aus. Warte. Leute! Wir machen das. Wir lernen jetzt Fabi mal, wie das so geht. Ja, du kannst fahren, aber sobald du den höher hebst wie die Kante vom Anhänger, kippt der einfach nach vorne um. Okay. Nein!
Du kannst damit jetzt schon hier hinfahren, aber ja. Werden wir jetzt mal gucken, wenn das so stimmt. Das sah geil aus beim Rostlimash, ne? Hä? Ja, die Kipper werden mir nicht mal angezeigt im Escape. Nur, warte mal kurz. Ein bisschen Licht hier, ja, schadet nicht. Das kann ausgeschaltet sein. Ja, ist angeschaltet. Okay. Wo sind die denn? Was? Du hast recht, die werden mir auch nicht angezeigt. Ja, 54 stehen ja auch nicht mehr. Hä, die stehen da wirklich nirgendwo, lol. Oh, sie hat was angestellt. Wären die auch bei uns? Gucken wir mal im Shop nach, ne? Ist so. Ah, Shop ist, da im Shop ist ein geiler Drescher. Eine Saatmaschine oder ein damit. So, lerne vom Profi. Also, als etwas, sie haben die Kipper sind leer. Wir jetzt heb an. Warte, wir müssen hier gleich die Ball. Genau, Schweizer, genau das ist mein Problem. Lerne vom Profi. Ja, gut. Geht doch was. Alles gut? Ja, okay, jetzt, wenn du eh an meiner Ball bist, ne? Mach mal fertig. ich muss los. Junge. Man, wer macht Licht an? Du siehst ohne Licht viel besser wie mit Licht. Ja, hast du was gesoffen? Ja, durch die Reflexion siehst du dann einfach nichts mehr. Ich sehe alles. Oh. Auf welche Einstellung spielst du bitte? Ja, Mittel. Ja. Glaube ich. So. Oh. Aber. Ich spiele hier auf ganz groß. Rosa. Ganz groß. So, rosa, rosa, die rosa, die rosa. Genau, das wird dann vorher mal ein paar Rosen schenken, genau. Hab ich gestern erst gemacht. Aber du hast halt wieder was angestellt, deswegen. Nee, ich mach das einfach so, weißt du? Ja, ist klar. Ja, ein echter Mann macht das. Was soll das denn sagen? Ja. Ich hab's auch schon mal gemacht. Oh. Obwohl ich nichts angestellt hatte. Gibt's das mal? Hallo! Ja, ich stelle nie was an. Ja. Aber ich bin auch der Einzige, der die Fahrzeuge hat wäscht. Mein Drescher ist sauber, mein 6R ist sauber. Tja. Rossi. Ich kümmere mich mal mit Benchen und Maschinen. So, wir wollten aber euch ein Liedchen singen. Mach lieber bitte auf so sehr. Ah! Ja, ich weiß das Lied. Ich kann es ja erstmal anstimmen. Na, alles gut. Weißt du? Ganz kleine Frage. Ich würde sagen, die kannst du nächste Folge fragen. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Abo da. Lost. Abo da lassen. Und dann bringt es nächstes Mal vorbeischauen. Und ich sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.